Toyota Hilux Invincible. Der Unbesiegbare ist die Top-Version des neuen Toyota Pickup. Mit einer Länge von 5,3 Metern und einer Breite von 1,8 Metern gehört er zu den unübersehbaren Erscheinungen unserer Zeit. Je nach Modell misst dabei die Ladefläche zwischen 1,5 und 2,3 Metern. Die Allradvarianten können zudem eine Tonne laden und 3,5 Tonnen ziehen. Viel Neues gibt es auch beim Thema Design. Yes, so the new Hilux has been fully redesigned in the front. So as you can see, first of all, there is a totally new 3D grille. As you can see here, very large. Also the bumper has been fully redesigned. Also the lights are now high LED lights. And even the front fog bezel has been retouched. So the whole front actually has been redesigned. And this detail is typically from the Invincible grade. And of course, no car is ever new if it doesn't have new wheel designs. And these black inches are definitely new for the Hilux and exclusive to the Invincible grade. Kräftig überarbeitet wurde auch das Heck. The rear headlamps have been redesigned and also have a LED design. And this area has been redesigned and is only available on the Invincible grade. And there also a redesigned rear bumper. Mit an Bord des neuen Hilux ein kräftigerer Motor mit 10,6 Litern Verbrauch. Auf der technischen Seite ist vor allem das Highlight der neue 2,8 Liter Motor mit 500 Newtonmeter Drehmoment und 204 PS. Damit ist das Auto on-road als auch off-road deutlich attraktiver und agiler natürlich. Am Papier bedeutet das 175 km/h Spitze und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 10,1 Sekunden. Die Kraft wird dabei über eine 6-Gang-Automatik an die Räder übertragen. Also der Hilux ist in 3 Karosserievarianten wieder erhältlich, als Single Cab, als Extra Cab und als Double Cab. Die Materialien im Innenraum sind rustikal, aber dennoch wertig verarbeitet. Nur die Digitaluhr über dem Bildschirm erinnert an längst vergangene Zeiten. Handwerker oder Forstarbeiter werden den Hilux während der Woche wohl als Arbeitstier einsetzen. Am Wochenende wird er aber wohl für Freizeitaktivitäten Verwendung finden, so ein Sprecher des Herstellers.